Ein Spiel gegen Parkinson und mit Parkinson und gegen die Angst. Das ist so eine Art Meditation fast, die ich dann mache, wenn ich Aufschläge mache. Ping-Pong Parkinson soll Erkrankte nicht nur in Bewegung halten, sondern aus der Einsamkeit holen. Das sind viele Leute, die einfach noch sitzen in ihren Häusern und da nicht rauskommen. Das Training ist Sport und Selbsthilfegruppe zugleich. Der Ping-Pong-Parkinson-Stützpunkt in Fulda im Westen Deutschlands. Jede Woche treffen sich hier 10 Erkrankte. Die Idee kommt aus den USA. Silke Kind hat diese Gruppe 2020 gegründet und spielt jede Woche mit. Ja, das stimmt. Das ist ein Ritual und eine Befreiung eigentlich von dem Alltag, den man mit Parkinson hat, wo man ständig wieder daran erinnert wird, dass man sich nicht normal bewegen kann. Und man kommt in eine Welt und alles andere versinkt um einen herum. Und man ist da in einer ganz anderen Welt, ja. Silke Kind ist 56 und hat schon seit 10 Jahren Parkinson. Als Teenager hat sie mit Tischtennis angefangen, dann lange Jahre im Verein gespielt. Durch Parkinson kam sie wieder an die Platte. Parkinson heißt, das Gehirn kann nicht mehr so gut die Bewegungen steuern. Der Körper zittert, wird langsamer und steifer. Das Zittern nennen die Betroffenen Tremor. Heilbar ist die Krankheit nicht, aber Bewegung kann helfen. Und Dopamin darf nicht fehlen. Das ist ein Botenstoff für Signale zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Mein Dopamin? Das, was der Körper nicht produziert, muss man halt zu sich nehmen. Mein Dopamin nehme ich alle 2 Stunden. Und das ist eigentlich ganz wichtig, weil mir sonst einfach die Kraft ausgeht. Ohne Sprit kann das Auto nicht fahren. Und ich kann ohne Dopamin nichts machen. Auch nicht nachdenken oder mich bewegen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das halt nimmt. In regelmäßigen Abständen, damit man halt nicht zu sehr ins Loch fällt. Silke spielt nicht nur mit. Sie ist eine von 2 Trainerinnen in ihrer Parkinson-Gruppe. Und dann würde ich sagen, dass wir dann gleich mal anfangen und machen mal ein paar Sätze, damit wir mal lernen, wie so ein Satz zu zählen geht einfach. Bei Ping-Pong Parkinson ist Silke Kind ehrenamtlich zuständig für das Netzwerk von Trainingsgruppen in ganz Deutschland. Das ist viel Arbeit, denn es kommen immer mehr Mitglieder dazu, auch in Fulda. Ein Rückhandass, mein lieber Mann. Volkmar Pretin ist zum 2. Mal beim Training dabei. Ping-Pong Parkinson war ein Tipp von seinem Neurologen. Wie gefällt es dir jetzt eigentlich? Das Wichtige für mich war auch, Gleichgesinnte mal kennenzulernen, wie die mit der ganzen Geschichte umgehen. Ja. Ich habe das auch seit 6, 7 Jahren, denn so genau weiß ich das gar nicht. Und wie fühlst du dich dann während des Tischtennisspiels? Kannst du dich dann vollkommen drauf einlassen auf das Spiel? Das ist ja das, was es eigentlich ausmacht, das Tischtennisspiel, denke ich mal. Dass man nicht mehr daran denkt, dass man zittert. Manchmal habe ich es noch, auch jetzt beim Spielen gerade. Ja, aber so nach dem 2., 3. Spiel, dann ist es weg. Silke ist davon überzeugt, dass Tischtennis das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen kann. Aber wissenschaftlich anerkannt ist die positive Wirkung auf die Gehirnerkrankung nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich wirklich ein Training fürs Gehirn. Weil so viele verschiedene Schläge ausgeübt werden durch den Spieler. Und man muss ständig sich entscheiden, wie nimmt man den Ball an und wie gibt man den wieder ab und wohin will man den setzen, an welche Stelle. Und das sind so ganz viele Prozesse, die da im Gehirn stattfinden, solche ganz kleinen Überlegungsprozesse. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Training, weil das Gehirn ständig in Bewegung ist. Meine Symptome sind hauptsächlich der Tremor und die Steifigkeit hier in der rechten Hälfte des Körpers. Das heißt, ich fühle mich manchmal so, als würde hier eine Trennungslinie durchlaufen durch meinen Körper.
Und dann ist die rechte Seite, die fängt dann an zu zittern und die wird steif. Seit ihrer Diagnose versucht Silke Kind jeden Tag so viel wie möglich zu schaffen, solange es noch geht, sagt sie. Die Angst treibt einen dann an, in Bewegung zu bleiben. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Du könntest dich jetzt in diesen Strudel reinbegeben, nach unten, dich nach unten ziehen lassen. Aber ich denke mal, die Zeit, die du hier noch hast auf der Erde, und das Leben ist so kurz, die Zeit muss man einfach genießen und die muss man sich angenehm machen. Und ich will da nicht mit trüben Gedanken rumhängen. Und dann ihre Devise, genießen, aber vor allem auch aktiv gegen Parkinson ankämpfen. Bei Silke steht heute der wöchentliche Termin beim Ergotherapeuten Silas Barth an. Ein Training für die Kraft und die Feinmotorik. Genau, und jetzt mit den einzelnen Fingern einen Fingerabdruck in die Knete machen. Genau, um die einzelnen Finger von der Kraft her zu beanspruchen. Genau, das ist für die selektive Fingerbeweglichkeit gut, dass die einzelnen Finger auch sich einzeln bewegen können. Schwierig. Das ist schwierig, das stimmt. Ich hätte jetzt gerne die andere Hand genommen. Na, das glaube ich. Doch Silke macht es sich nicht leicht und bleibt immer in Bewegung. Direkt nach der Ergotherapie geht es zur Physiotherapie. Vorher tankt sie noch mal Dopamin nach. All das, was im Alltag oft angespannt ist, was immer mehr in die Beugung geht, öffne. Ja, und zieh hoch. Und zieh hoch. Bei Physiotherapeutin Nadja Zeller geht es um Gleichgewicht und Körperhaltung. Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Part bei Parkinson-Patienten. Es sind mehrere Einheiten in der Woche wichtig, um Regelmäßigkeit, um dem Körper immer wieder Impulse zu geben, um einfach diesen körperlichen Abbau so lange wie möglich rauszuzögern. Also bei der Silke ist es wirklich so, dieses Ping-Pong ist bei ihr ein ganz wichtiger Bereich in ihrem Alltag, in ihrem Leben, was einfach die Augenkoordination, Hand-Auge-Koordination fördert. Das Gleichgewicht wird stabiler, sie ist sicherer im Gehen. Es gibt jetzt eben noch nicht diese wissenschaftlichen Studien, wie es oft verlangt werden, damit man wirklich sagen kann, das ist die Methode für XY. Aber man muss auch manchmal auf Erfahrungsberichte der Betroffenen hören und achten. Und nicht alles ist immer messbar. Auch nach 10 Jahren mit der Krankheit muss sich Silke ständig an ihren Parkinson anpassen. Kleine Bewegungen sind schwer. Da wirst du nie fertig. Aber ich muss mich schon konzentrieren. Es gab schon so manche Unfälle. Die dann blutig geendet haben. Ich komme mir vor wie ein Pilot, der in einem Flugzeug sitzt, wo das Flugzeug ständig nach unten driftet oder dann wieder nach oben. Und ich muss ständig mit meinem Hebel dann ausgleichen und muss versuchen, das Flugzeug gerade zu halten. Silkes Diagnose mit 46 Jahren kam verhältnismäßig früh und für sie überraschend. Und das war dann eigentlich für mich so, als hätte mir gesagt, morgen gibt es schönes Wetter oder schlechtes Wetter, weil ich konnte mit der Krankheit gar nichts anfangen. Ich habe meinem Mann sofort Bescheid gesagt und mein Mann, der versucht auch erst mal die Ruhe zu bewahren. Und ich habe dann gerade am Anfang immer solche Momente gehabt, wo ich dann so Panikauslöser hatte, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier das Haus verlassen, wir haben hier überall Treppen, ich kann die Treppen irgendwann nicht mehr laufen, wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das waren solche Panikattacken, die ich bekommen habe. Und er gesagt hat, guck mal, du hast sie doch noch gar nicht, warte doch erst mal ab, wir können das dann immer noch machen. Also dann gestehe ich dir jetzt, Silke ist mit ihrem Mann Christoph seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie haben 2 erwachsene Kinder. Christoph ist Anwalt. Silke arbeitet jeden Tag bei ihm im Büro. Zu Hause ist der Umgang mit dem Parkinson-Syndrom oft Thema. Ich glaube, das ist auch erstmal ein Schlag fürs Selbstbewusstsein, so eine Erkrankung. Wenn man beispielsweise, wenn sie zu viel Medikamente nimmt und ist dann in der Gesellschaft, dann kommt es zu diesen Überbewegungen. Das ist natürlich, mir ist das ziemlich egal.
Aber für sie ist das ganz furchtbar, weil sie dann glaubt, die Leute gucken alle auf sie. Aber sie sagt, es ist doch egal, ob die Leute gucken oder nicht, lass es doch gucken. Einschränkungen hat man sowieso im Laufe seines Lebens. Also ich bin 10 Jahre älter als sie und ich sage dann auch, ich merke jetzt auch schon, wie es weniger wird in der und der Beziehung. Also dieses weniger werden, das erlebt jeder, nur bei der Erkrankung vielleicht eher etwas konzentriert und vielleicht etwas vor der Zeit. Kann natürlich sein, dass irgendwann mal ein Rollstuhl kommt, aber kann ja auch für mich ein Rollstuhl da sein. Ne? Das weißt du nicht. Wir gucken mal, wer wen schiebt. Ich hatte fest damit gerechnet, dass meine Frau mich schiebt. Es dürfen auch Wetten abgeschlossen werden. Doch erstmal heißt es für Silke wieder ran an die Tischtennisplatte. Und zwar diesmal beim Turnier in Weißwasser, ganz im Osten Deutschlands. Silke ist dafür fast 500 Kilometer gefahren. Sie spielt bei jedem Turnier mit. Das zeigt mir eigentlich auch immer wieder, dass trotz Krankheit alles machbar ist und dass man da Höchstleistung bringen kann. Muss aber natürlich auch alles stimmen. Und manchmal ist es halt so, dass der Parkinson einem dazwischenfunkt. Aber dann muss man auch lernen, damit zu leben und darf nicht frustriert sein und immer trotzdem weitermachen. Viele Ping-Pong-Parkinson-Spieler bringen ihre Familien mit zum Turnier. In der Sporthalle geht es vor allem um Gemeinschaft. Für Silke und für viele hier kam mit Ping-Pong-Parkinson ein neues Lebensgefühl. Und das ist immer wieder ein kleiner Sieg über die unheilbare Krankheit. Wenn ich jetzt keine Krankheit gehabt hätte, dann hätte ich das alles nicht erlebt. Und auch dieses Miteinander und diese vielen Menschen. Ich könnte sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Das ist so sagenhaft. Und so fantastische Leute, das sind solche, ich sage mal, das sind richtige Helden des Alltags. Die können mit ihrem Schicksal umgehen und leben trotzdem ein glückliches Leben. Und das sind alles Vorbilder für mich.